Und dann weiß ich ja, wer vor uns steht. Wie war es, dass wir ihn nicht besiegen werden, da ich den Endwalker-Trailer so gesehen habe? Bist du sicher? Bist du sicher, dass er es ist? Ziemlich, ja. Was sagt dir das? Dass er überlebt. Das könnte ja auch ganz anders sein. Könnte. So, dann. So. Hier ist Schluss. Mehr werde ich nicht ziehen. Würdest du bitte kommen? Du siehst die Predator. Ja. Das kannst du hier als Mount rausbekommen. Ah, fuck. Du merkst, sie machen sehr viel Schaden bei mir. Hi, Dragoon. Oder WB. Warte, bleibst du da mal ganz kurz stehen? Ich mag dir mal kurz als Fokusziel. Oh, jetzt muss ich. Geht, passt schon. Hab ich schon. Ja, weg. Oh, die kommen jetzt angerast. An die Seite. Der war jetzt nicht ganz so schwierig. Das, was danach kommt, war ein bisschen heavier. Ja. Ah, jetzt habe ich. Wow, mir das geben.
Ist ja nicht schlimm. Oh fuck, ich habe die falsche Attacke eingesetzt. Sehr gut. Habe jetzt kurz nach rein stolzieren müssen anscheinend. Puh, so. Hier, da war immer die fürchterliche Scheiße. Okay. Diese Rächer der 12. Legion, die machen unheimlich viel Schaden. Oh, fuck it. Ich bin froh, dass ich einige Fähigkeiten ohne Mana habe. Ja. Also du merkst schon, ne? Die haben jetzt schon ordentlich Schaden gemacht. Und dann gibt's welche, die hier komplett alles ziehen.
So. Und das Problem daran ist auch manchmal, wenn du jetzt zum Beispiel neue DDs hast, die das Gear noch nicht so hoch haben, die machen dann halt einfach in Relation zu dem Schaden, den die machen, machen die halt nicht genug Schaden, dass der Heiler das die ganze Zeit hochheilen kann. Also die sind dann nicht so schnell tot, die Gegner. Hm? Das kommt halt auch noch dazu. Weil je länger ich tanken muss, desto mehr musst du heilen. Im Visier. Ja. Und je mehr Schaden da reinkommt, desto weniger musst du halt heilen und desto weniger muss ich dann im Endeffekt tanken. Das ist übrigens der Typ, der, dieser Professor. Der Doktor, ja. Ja. Ja, Seelenäther-Extraktion. Ha, ein voller Erfolg. So, du musst jetzt vor den Angriffen auf, ausweichen und zurück zu deinem Körper kommen und bloß nicht von den Enden berühren lassen. Okay. Aber... Fuck. Zurück. So, jetzt kann ich mich dran machen, die zu holen. Red Mage ist gestorben, das ist nicht so geil. Niederlage imminent. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mhm. Aziz, hast du noch? Oder? In 3 Sekunden erst. Ja, dann kannst du das jetzt machen. Na! Was? Das ist ein fucking Ernst. Okay. Wenn er mannt. Was jetzt kommt, wird es noch schwer? Jein, sag ich mal. Es geht.
Sterben, nicht sterben. Alles gut, ich habe noch Toten Erweckung. Oh, okay. Kann ich auch immer Bescheid sagen, wenn ich Toten Erweckung zünde. Muss nur, wenn ich dann sterbe, also dann habe ich so ein graues Symbol bei mir. Da musst du mich dann innerhalb des Zeitlimits, ich meine, wie viele Sekunden sind genau? 10 Sekunden oder so musst du mich mit einer Benediktion hochfallen. Jetzt das Coaching-Schwert gezogen? Ja, genau. Da ist noch ein Schatztroll, warte ganz kurz. Ich warte sowieso auf dich. Da ist er. War zum Sterben. Eigentlich nicht.
Entfesselte Klinge. Die Kraft des Aminur Habakiri ist entfesselt. So. Rand ist tot. Und dein Leben verlischt. Kunst des Windes, ran an ihn. Weil was macht Wind? Ah, okay. Ein sauberer Schmied. Okay, das war der Tankmaster. Gut, weiß ich fürs nächste Mal Bescheid. Und dein Leben verlischt. Er macht's vor, sie macht's nach. Weg von mir. Ein sauberer Schnitt. Oh fuck, ich hab kein Mana. Oh, okay. Das ist einfach nur nicht zusammenstellen. Und ein Leben verlischt. Ja. Euer Ende naht. Sind aufgepasst. Nun zeig, was du kannst! Los, bring es zu Ende! Yes. Kannst das Windding angreifen? Mach nur das schon mal. Sagt er nicht aufgeben, Freunde. Die alles übersteigende Kraft. Viel Glück, danke. Wir haben es geschafft. Yay!
mit 4 Leuten haben wir ihn endlich mal gekratzt. So gekitzelt. Ja. Hat ihn halt wirklich. Fast hätte er gekichert. Leider kein Mount drin. Schade. Ah, okay, der ist schon weg. Eine Honor bekommen. Sehr gut, sehr gut. Bei unserer ersten Begegnung war ich enttäuscht von dir. Aber du machst dich eine wirklich unterhaltsame Jagdbeute. Nun, kannst du deinen Jäger erlegen? Auf diese Begegnung habe ich lange Zeit gewartet. Zerreiß meine Kehle, wenn du kannst. Denn es wäre eine Schande, jetzt schon auseinanderzugehen. Du hast deine Fänge so gut geschärft. Und auch mir wurden neue Kräfte zuteil. Komm, auf uns wartet ein grandioser Kampf. Das Einzige, was er mit der Rüstung bezwecken wollte, ist, dass er einen besseren Arsch hat, oder was? Einfach ein bisschen Boys da. Ja, er hat einfach die Rüstung, damit er sich noch schwerfälliger bewegen kann. Damit die Beute ist, damit er wenigstens ein bisschen angegriffen wird. Na, sieh mal an, was das ist. Willkommen in meinem Lustgarten hoch über den Wolken. Weißt du, was das ist? Wird? Na? Sieht ein bisschen aus wie ein Drache. Mhm. Ja, welcher Drache das wohl ist? Ist scheinbar doch nicht Omega. Der letzte König der Migiten ließ dieses Paradies für seine Frau errichten. Er brachte Getier und Gewächse aus ihrer fernen Heimat, um sie zu erfreuen. Mir persönlich gefiel die Sammlung nicht. Dieses Geschöpf dagegen ist einfach nur göttlich. Na, Heldin der Wilden, fühlst du nicht auch eine schicksalhafte Verbindung mit dieser Bestie? Euer gestaltgewordener Hass auf die Galia. Nun ein Werkzeug in der Hand eines Galia. Nichts als blinde Zerstörungswut in seinem Inneren. Ein armseliger Gott ohne eigene Mythologie. Ein Geschöpf ohne jede Geschichte. Fast möchte man meinen, du hättest dies alles zu meinem größten Wohlgefallen arrangiert. Oder warst es nicht du selbst, die jene rachsüchtige Seele an den Abgrund trieb, bis sich ihr Hass über dem Ball manifestierte? Und die Omega, den allergischen Häscher, entschlüpfen ließ, um diese neuen Götzen in meine Arme zu treiben? Oh, ich rede zu viel, verzeih mir. Das ist alles einfach zu aufregend. Aber lass uns doch einmal über deine geschätzte Ansicht sprechen. Sag, wenn ich nicht wäre, was würdest du mit diesem Monstrum hier anstellen? Und? Was machst du mit ihm? Vielleicht weißt du auch jetzt, was Fordula meinte. Stärker als jeder Prima E. Xenos hat einfach Shinryu gefangen. Erster. Das Erste? Das wäre das, was wir machen, oder? Prima E vernichten. Mhm. Ihn vernichten. Vernichten. Einfach so. Aber natürlich, ich vergaß. Du bist ja die eorseische Heldin. Karussell Rossborn.
Na, jedenfalls mangelt es deiner Antwort an Originalität. Es gab noch eine andere. Doch du siehst sie nicht, weil du deine Gabe noch nicht gemeistert hast. Die Kraft des Transzendierens. Verleiht sie lediglich Immunität gegen den Willen der Primae? Oder gibt sie uns vielmehr die Macht über sie? Und du hast immer nur daran gedacht, sie umzubringen. Aber als ich in einem Bericht von Van Belsa von dieser Gabe las, sah ich im Gegensatz zu ihm bin ja kein Psychopath. Den Geist eines Primae kontrollieren. Was für ein Gedanke. Deshalb forschte ich so intensiv an der Ätherbeherrschung durch deine Gabe. Eines der obersten Ziele Galemals ist die Vernichtung der Primae. Der Reichsgründer Kaiser Solus, mein Urgroßvater, sah bei der Eroberung des Ostkontinents, welche Verwüstung die Primae dort angerichtet hatten. Um den Planeten von dieser Gefahr zu befreien, begann er seinen Feldzug des Wahren und Gerechten. Sein Motiv war nicht Gerechtigkeit, sondern Angst. Sie kämpften, weil sie vor den Primae, vor dem Untergang des Planeten zitterten. Armselig. Dabei ist der Kampf doch etwas Vergnügliches. Kein blindes Ringen um Futter und Überleben wie bei den niederen Tieren. Es ist ein Privileg der höher entwickelten, ihn allein um der Gewalt willen zu genießen. Das Gesicht, ne? Nur eines ist niemandem im Überfluss gegeben. Das Leben. Das einzige, endliche Leben. Aber soll es sinnlos dahin welken? Nein. Nein. Dieses letzte Pfand muss jeden meiner Kämpfe befeuern. Du begreifst diese Gedanken, nicht wahr? Denn du bist wie ich. Und schauen. Wir beide könnten Jagdkameraden sein. Willst du die Jagd an meiner Seite genießen? Denn du bist wie ich. Ja, genau. So, da darfst du gleich antworten. Obwohl es eigentlich klar ist, was du sagst. Achso, machst du? Bist du sicher, dass ich nicht das Erste nehme? Ja, ich glaube schon. Oder ja, möchtest du das Zweite? Okay, nein, danke. Ich dachte, du wolltest den Psychopathen begleiten. So hast du nur noch bekräftigt, wie ähnlich wir uns doch sind. Am Ende steht unvermeidlich der Kampf. Das wissen wir beide. Du lebst für diese Momente des atemlosen Schwebens. Einige Tage. Irgendwann einmal ist bei ihm irgendwas durchgebrannt, oder? Sieg oder Niederlage, Leben oder Tod. Ist es nicht so? Scheinbar. Ihm ist halt langweilig. Genau wie ich. Ach. Nur dich würde ich mir zur Genossin nehmen. Alter. Bin interessiert, Alamigo. Lass uns kämpfen. Genossin. Seine Genossin sein. Da befreit er sein kleines Getier wieder. Das er so mühsam gefangen hat. Redet er sich gerade in seinen Wahn eine oder was macht er gerade? Leider kann man sich nicht anschließen. Ja, ich habe auch damals ja gerne gemacht, einfach nur zu gucken, was passiert. War mir das Roleplay gerade wichtiger. Ja. Obwohl ich auch sehr neugierig war. Da kommt nichts. Der sagt dasselbe. Eine Kraft, die er lacht doch nur. Primae in seine Schranken beißt. Dir wurde sie geschenkt. Ich habe sie mir selbst errungen. Selbst errungen? Ja, er hat auch die Kraft des Transzendierens. Und ich werde sie zur Vollendung führen. Als Bändiger der Götter. Wie? Nach Fordula hat er sich diese Kraft einverleibt. Na. Und jetzt verschmilzt er mit ihm. Na, hat er sich alle Badeaugen machen lassen, nicht so wie Fadula nur eins, oder er was? Er hat mehr Kraft in sich einspeisen lassen. Das ist das Ende!
Sein Urgroßvater Solus war übrigens der erste Kaiser. Von dem haben wir ja schon öfters gehört. Den haben wir zwar so noch nie gesehen, außer halt sein Grab, aber ja. Varys ist halt sein Enkelsohn. Den haben wir ja schon gesehen, den Kaiser. Meine Güte. So, bereit für... Oh, der Garten ist hübsch. Ja. Hier kannst du auch außerhalb, wenn du die Story fertig ist, kannst du ja auch nochmal hin. So, bereit für königliche Menagerie? Menagerie. Menagerie? Keine Ahnung, ich kann nicht so, keine Ahnung, die Sprache. Über den Dächern Alamigos liegt der prächtige Lustgarten Theoderix. Eine, kannst du es nochmal sagen? Menagerie. Menagerie, exquisiter Gewächse und Geschöpfe, die Zenos durch ein göttliches Exemplar bereicherte. Shinryu, gefangen in einem Energiekokon, voller Vorfreude auf den epischen Kampf. Mit dir eröffnet dir Zenos, welch unglaubliche Fähigkeiten er sich angeeignet hat. Eine künstliche Kraft des Transzendierens, die in Shinryus Geist kontrollieren lässt. Er verschmilzt mit dem Primae, dem manifesten Hass auf die Galea, der zum Werkzeug in der Hand eines Galea wird. Wer diesen Kampf gewinnt, wird das Schicksal Alamigos entscheiden. Da, da, da. Davon gibt es bestimmt eine extreme Variante noch. Ja, natürlich. Geil. Nein. Ja, genau, das habe ich damit gemeint. Obwohl, so schwer war das gar nicht, wenn ich mich zurück dran erinnere. War eigentlich ganz cool. Die Musik ist auch ganz cool. Von Shinryu. Immerhin kann man hin und wieder lustige Antworten geben, ja. Wo wir gerade hier warten, ich bin eben auf Toilette. Gleich wieder da. Okay. Da bin ich wieder. Bibi. Danke, danke. Ist das so schnell gegangen? Ja, ich habe ja auch keine Villa, so wie du. Villa? Ach, Wahnsinn. Guck mal, ich komme sogar gut pünktlich an. Nee, ich habe ja keinen weiten Weg. Ja, ja nicht, aber ich brauche trotzdem länger. Ja, ich war halt nur pinkeln. Ist nicht schwer. Ich muss keine Türen zumachen. Ich schaff's anscheinend nicht. Keine Ahnung mehr, wie der Kampf geht. Alle mit ihren Mokri-Stäbe ankommen.
Er darf. LOL. Aber ich krieg den ersten Angriff ab. Genau. Oh Gott. Der wusste Bescheid. Linke Schwinge. Oh Gott, das macht sehr viel Schaden. Fuck, ich bin gestorben. Oh. Geil. Wieso bin ich gestorben? Warst du nicht full life? Eigentlich schon und ich bin mit den anderen mitgegangen, also ich hab keine Ahnung. Zeit für die Tasten. Okay. Was muss ich jetzt drücken? Alle. Alles bis auf Chat drücken. Kannst alle Tasten drücken. Kannst aber auch nur Maus. So, jetzt wird die Musik gut. Zeit. Springen hilft immer. Was? Tut's nicht? Vorsicht, weg vom Roten. Und Schwanz angreifen. Das hört sich jetzt... Weil das macht sehr viel Schaden an ihm. Weg. Schön, dass er sich gar nicht bewegt hat. Wieder zurück zur Mitte, genau.
War? Fuck. Da bin ich zu weit gelaufen. Natürlich hilft das. Ich frag mal die Raccoons. Einer von euch muss mich wiederbeleben. Sonst kriegt einer. Ja, ist schon erledigt. Okay, ich hab, falsch. Ach, scheiße. Ich hab Spontanität und dann RSC raus verstehen, anstatt wiederbeleben. Ja. Krieg die Krise. Ah, fuck, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich. Jetzt musst du gleich aufpassen, gleich kommen Eiszapfen. Von hinten. Oder? Fuck. Ja, okay. Ich geh mit einem MP halt von der Plattform, meine Güte. Ich bin viel zu oft gestorben dafür, dass ich Heiler bin. fuck. Fuck. Da war ich noch drin. Scheinbar haben sie das geschafft. Ah, ich mag die Musik hier. Das klingt bei mir. Ja, yeah, wenn es im Chat ist, dann. Ach so, das meinst du? Nee, das ist meine. Hier, wenn ich zum Beispiel Reflexion, Schutzwall oder sowas einsetze. So, aus da.